Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, sagen wir mal, schauen wir mal auf meinem Kanal. Das Spiel ist seit 31. März im Early Access. Ich habe auch schon ein bisschen reingeschaut und wollte es eigentlich auch schon bringen. Wurde dann abgelenkt von so vielen anderen Spielen, die auch noch kommen sind. So, wir machen uns als erstes mal ein Profil. Wir nennen das Ganze Irrenhausen. Wir nehmen uns sowas da. Yeah. Blau? Blau ist okay. Machen wir blau-schwarz und den Text dann auch schwarz. Ja, das denke ich okay. Stil? Nee, so. Ah, okay. Ich kann mir da auch eine Form aussuchen. Nehmen wir das hier. Körpertyp eher weiblich. Gleiter. Entweder den kleinen Roboter da, ein fliegendes Ding. Ich nehme mal das da. Kopfbedeckung. Ich glaube, ich nehme das hier so richtig 70er Retro-Look. Ja, nehmen wir das so. Brillen, nein, ohne. Gesichtsmerkmale. Gut, Bart brauchen wir nicht oder können wir noch Wangen machen, ja. Oberteile. Okay, schauen wir mal, was es an Beinkleid dazu gibt. Ein Röckli, oh, das passt sogar dazu, nehmen wir das. Handschuhe, gut, und Schuhe. Wie gesagt, das Ganze ist erst im Early Access und worum geht's? Baut eine Firma auf, quasi. Man entwickelt Teile und muss die produzieren. Sehen wir aber dann gleich, wir spielen es eh von Anfang an. Die Hautfarbe, die machen wir, ja gut. Kleidungsfarbe. Ah, wir können das noch komplett ändern. Was halten wir denn? Nein, nicht rosa. Oh Gott. Na gut, von mir aus machen wir es so. So, und dann sagen wir Kampagne und schauen uns das Spiel erstmal an. Nach vielen Jahren der Wanderschaft bist du wieder zurück in Good County. Der heimatstolze Bastler und Unternehmer. Bei deiner Rückkehr stellst du fest, dass rücksichtslose Weltkonzerne die lokale Industrie in die Knie gezwungen haben. Jetzt brauchen deine Mitbürger Arbeitsplätze und jemanden, der ihnen eine bessere Zukunft bietet. Du sollst im Auftrag des Wirtschaftsministeriums die lokale Wirtschaft wieder auf den richtigen Weg bringen. Ihr Vertreter wird dich bald kontaktieren. Gut, hier fangen wir an beim Heimkehr. Ich habe die ersten paar schon gespielt, habe sie sogar aufgenommen gehabt, aber mittlerweile waren so viele Updates, dass ich mir denke, schauen wir es uns einfach nochmal an. Die Garage deines Vaters ist genau so, wie du sie in Erinnerung hast. Der Geruch von Motoröl, verbrannten Haaren und schrillen Rasierwasser kitzelt in der Nase. Das ist der ideale Standort, um eine neue Firma zu gründen. Die Leute vom Bundesamt für Industrie zählen darauf, dass du die lokale Wirtschaft wieder ankurbelst. Lass sie nicht hängen. So, wir sollen, das erste Ziel ist, einen Taschenrechner zu verkaufen, dann mindestens 6 Taschenrechner Version 2 oder 12 Taschenrechner V2 pro Woche. Gut, wir haben noch keine Ahnung, was wir eigentlich machen, also fangen wir an. Es ist mir ein Vergnügen, dich endlich zu treffen. Ich bin Carrie Goldfield, Unternehmensberaterin. Es ist schön, dich wieder in Good County zu haben. Nächste. Der lokalen Wirtschaft geht's furchtbar schlecht. Wir hoffen, dass du das ändern kannst. Ich werde dir helfen, so gut ich kann. Bevor du beginnst, denke daran, dass du alles, was wir besprechen, noch einmal durchgehen kannst. Klicke dazu auf den Fortschrittsbalken unten. Auf das hier. Solltest du mal nicht weiterkommen, findest du die Hinweise in dem Unternehmerhandbuch hier drinnen. Das ist recht umfangreich dafür, dass das Ganze Early Access ist und wird auch noch mehr. So, nächste. Also los, eine erfolgreiche Firma gut zu führen hängt von vielen Faktoren ab. Steigen wir bei den Grundlagen ein, indem wir was herstellen, das wir verkaufen können.
Um selbst Sachen herzustellen, musst du die benötigten Materialien in deinem Inventar haben, während du den Arbeitsplatz benutzt. Wenn keine Materialien auf Lager sind, können sie im Wareneingang bestellt werden. Der ist hier. Ich habe gehört, dass der Verkauf von Knopfzellen gutes Geld einbringt. Um ein Modul herzustellen, benötigst du nur Chemikalien. Ich habe bereits eine Bestellung aufgegeben. Um dir den Einstieg zu erleichtern, bring die Chemikalien zum Basteltisch und stelle dort das Knopfzellenrezept ein. Okay, herstellen. Dein erstes Ziel ist es, mindestens 2 Knopfzellen herzustellen. Eine Hammer. Und da ist die zweite. Sehr gut. Siehst du den neuen Warenausgang neben deinem Garagentor? Jeden Montagmorgen holt dein Lastwagen alles ab, was du dort platziert hast und verkauft es für dich. Also dann lass uns Geld verdienen. Als nächstes musst du mindestens 2 Knopfzellen in den Warenausgang geben, damit sie verkauft werden können. Gut, dann brennen wir die Herstellung hier mal ab. Legen die 4 Knopfzellen da rein. Und bis er was Neues möchte, machen wir mal weiter. So, großartig. Ich bin froh, dass das Bundesamt für Industrie dich angeworben hat. Fahren wir fort. Das Rezept für einfache Gehäuse ist jetzt verfügbar. Du kannst Rezepte im Basteltisch wechseln und sehen, welche Materialien benötigt werden. Denk daran, das benötigte Material im Wareneingang zu bestellen. Hier brauchen wir zum Beispiel Plastik. Das heißt, wir müssen Plastik bestellen. Warten dann einfach mal, bis Plastik auch wirklich da ist. Und sehen, dass wir in der Zeit locker noch 3 Knopfzellen produziert haben. So. Ich muss mich hinbewegen. Gut. Das heißt, ich muss das hier abbrechen. Muss mich daher bewegen. Nehme das Plastik. Leg da die Knopfzellen rein. Geh da hoch und mach jetzt mal ein paar davon. Das Rezept für die einfache, ja genau, 2 einfache Gehäuse herstellen. Okay. Oh, meine Knopfzellen sind abgeholt worden und ich habe Gewinn gemacht. Plus 80 steht da rechts oben. So. Bastler 2. Gut gemacht. Ich schätze deine Art, direkt anzupacken. Aber wir müssen dir etwas Freiraum verschaffen, damit du dich auf andere wichtige Bereiche konzentrieren kannst. Hier kommt deine Belegschaft ins Spiel. Lass mich dir zeigen, wie man Aufgaben delegiert und Mitarbeiter dafür einstellt. Denk daran, dass der Arbeitsplatz, den ein Mitarbeiter nutzen soll, auf das gewünschte Rezept eingestellt werden muss. Wechsel in den Logistikmodus, dort kannst du bestimmen, woher Materialien genommen und wo die hergestellten Gegenstände dann gelagert werden sollen. Zieh zu Beginn eine Verbindung vom Wareneingang zum Bastlertisch. Mhm. Also im Prinzip erklärt es mir gerade, was ich mache, damit was ich dann machen muss. Hier ist der Logistikbereich, das heißt, ich könnte sagen, von hier nach hier. Und von hier nach hier. Genau. Um deinen ersten Mitarbeiter einzustellen, öffne das Personalfenster. Und ich muss ihm dann den Tisch zuweisen. Okay, ich soll 2 Module herstellen lassen. Das heißt, ich muss das sowieso noch ändern. Ich sage hier mal Stopp, sagt das. Gehe jetzt in die Mitarbeiterübersicht, Mitarbeiter einstellen. Dich hier, gehe kurz in die Logistikansicht, sage von hier nach hier, von hier nach hier. Mitarbeiter, der hier. Arbeitstisch, ja. Und schon läuft sie und tut sie. So, habe ich was zum Verkaufen? Ja, das. Und das.
Und was abzugeben hätte ich auch, nämlich das plus das. Hier sehen wir, was dazu kommen ist, nicht verkaufen, Angestellte und Herstellung einrichten. Hervorragend, beginnen wir mit der Erweiterung der Produktion. Du hast ja noch so viel Platz hier drin. Öffne das Ausrüstungsfenster, du kannst nun zusätzliche Bastlertische platzieren. Die Ausrüstung wird Geld kosten, also behalten Sie Ihre Finanzen im Auge. Zwei Bastlertische soll ich bauen. Drehen wir, mit der Maus, genau. Okay. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hier soll eine her und dann... Da hat es einen längeren Weg. Was ist, wenn ich sage hier und hier? Nun, gemütlich ist es hier jedenfalls. Fahren wir fort. Das Rezept für LED-Felder ist jetzt verfügbar. Wir brauchen Elektronikteile. Das heißt, ich kann jetzt sagen, Logistik, zack, zack. Ich darf jederzeit selber mitarbeiten, das ist schon mal cool. Jetzt brauche ich aber erstmal einen Mitarbeiter. Ich nehme gleich mal dich und sag, du kommst hier ran. So, was sie nicht herstellen, sind jetzt Knopfzeilen. Und während die jetzt arbeiten, arbeite ich auch. Großartig, ist das aufregend. Ich denke, du bist jetzt bereit für die eigentliche Sache, die Montage von Produkten. Der Montagetisch ist jetzt verfügbar. Ich habe dir auch einen einfachen Produktplan für einen Taschenrechner zur Verfügung gestellt. Platziere den Montagetisch und stelle ihn auf Taschenrechner ein. Ja, ist klar. Achte darauf, dass alle Basteltische so eingestellt sind, dass jeweils eines der erforderlichen Module hergestellt können. Beachte, dass du zwei Tische nicht direkt miteinander verbinden kannst. Die Mitarbeiter der Herstellung können Gegenstände nur aus Lagern wie in einem kleinen Lagerregal herausnehmen und wieder hineinstellen. In unserem Fall wäre es sinnvoll, die Ausgänge aller Basteltische mit einem einzigen kleinen Lagerregal zu verbinden. Okay, los geht's. Gut, also als erstes brauchen wir mal einen weiteren Tisch. Können wir den hier irgendwie aufheben? Nein. Also ich brauche ein Lagerregal. Das Lagerregal werde ich jetzt hier hinstellen. Dann brauche ich einen Montagetisch. Da ist er. Den Montagetisch setzen wir hierher. Okay, und dann gehe ich hier mal. Achso, ich habe noch eines, das ist aber eh gleich fertig. So. Logistik. Rohstoffe alle hierher, hierher, hierher. So. Und hier. Möchte ich diese Verbindung jetzt gerne löschen, sondern nicht darüber gehen. Das hier wird gelöscht, soll hierher gehen. Das hier soll hierher gehen. Das heißt, wir haben jetzt hier alle drei drinnen. Moment, wir waren aber noch nicht fertig. Von hier geht es hier rüber. Oh, geht es noch nicht. Hier können wir jetzt einstellen, Taschenrechner. Und jetzt können wir sagen, was hier reinkommt, kommt hierher und geht nachher hier rüber. Und jetzt brauche ich noch einen Mitarbeiter.
Eigentlich brauche ich 2 Mitarbeiter. Du hier arbeitest an dem Tisch. Du hier, Moment. Wie sehe ich denn alle Mitarbeiter? So. Okay, und jetzt schraubt ihr eins zusammen. Jetzt warten wir einfach. Jetzt haben wir da schon 4 Taschenrechner drinnen. Moment, können wir das im Logistikmodus? Taschenrechner. Ah ja, da kann ich auch sagen, ob mehr oder weniger. Hier könnte ich einfach sagen, überall. 2, 4, 6. Für 12 wären es 2 Reihen. COTG with Golden Gossip from the Business World. We're happy to report that this CEO knows how to turn things around. Okay, also das erste haben wir erfüllt und jetzt müssen wir vor 2 Taschenrechner herstellen. Deine Taschenrechner sind in Ordnung, aber da geht noch was. Ein Bauplan für den verbesserten Taschenrechner wurde gerade freigeschaltet. Dann schauen wir uns das Rezept doch mal an. Was brauchen wir dafür? Da brauchen wir ein neues Teil, nämlich statt den Knopfzeilen brauchen wir jetzt diese hier. Dazu müssen wir Metall bestellen. Logistik. Logistik, alles was von hier kommt. Und das hier kommt dann darüber. Noch haben wir Knopfzahlen. Was braucht man für das da? Elektronikteile. Kann ich da jetzt eigentlich an dem Tisch arbeiten, während sie auch dran arbeitet? Ne, ich nehme quasi den Tisch weg, okay. Das ist natürlich doof. Das heißt, ich müsste meinen eigenen Basteltisch hinstellen. Dann könnte ich aber mithelfen. Könnte ich zum Beispiel sagen, die nehme ich mir jetzt. Und dann produziere ich jetzt hier das da. Montage ist dazukommen und bauen.
Ah, sie hat keine Knopfzellen mehr, das ist gut. Dann könnten wir gleich mal sagen, stopp. Wir gehen darüber, geben das noch dazu. Okay, legen es extra. Hallo? So, gehen dann hier hin und sagen MK2. Müssen dann im Logistik alles neu einrichten. Können jetzt sagen, von Kalkulator 2, der bekommt hier mehr Platz. Der MK1 kriegt weniger Platz. MK2 kriegt hier viel mehr Platz. Und dann viel Spaß. Wir brauchen echt am längsten die LED-Felder. Hier hat sie schon gemacht. 5, 6. Wow, dein Ehrgeiz lässt sich schwer zügeln. 12 Taschenrechner soll ich schaffen. Für diese Aufgabe brauchst du mindestens 2 Montagetische. Okay. Okay, also einmal bauen, noch ein Montagetisch. Ein Mitarbeiter. Kalkulator 2. Hier kommen wir nochmal die Dinge rein. Logistik. Viel Spaß. So. Batteriepack. Was braucht das Batteriepack? Säuremetalle und Plastik. Mal. Einen habe ich schon. Und die zweite. This is CEO TV, your source for hot news. I heard a rumor that this company was struggling, but looks like they've made it through. Okay. Damit hätten wir das erledigt. Mit 3 Sternchen quasi. Das nächste wäre hier Charlie's Comeback. Was ist das? Charlie's Schaltkreise Inc. wird geschlossen. Nicht, wenn wir das verhindern können. Dein Vater hat jahrzehntelang bei Charlie gearbeitet. Du kannst den Laden nicht untergehen lassen, höchste Zeit einzuspringen und dein Können zu zeigen. Das ist das Mindeste, was wir für deinen Vater und für Charlie tun können. Ja, und das würde ich sagen, schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Ich sage tschüss, ciao, baba. Bis dahin.